Moment. Ich habe jetzt schon einige Sachen ausprobiert in letzter Zeit. Und heute habe ich ein Video mit 3 Ideen, wie man Regenbogenschleim selber machen kann. Einige von euch hat mich auch gefragt, wie macht man eigentlich Regenbogenschleim? Und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe als erstes hier Acrylfarben. Die kennt ihr schon, beziehungsweise hier sind die Cleopatra-Farben und das sind die Elmer's Glue in verschiedenen Farben. Und ihr erkennt wahrscheinlich schon, das sind die Regenbogenfarben. Damit ich mich nochmal genau daran erinnern kann, wie ein Regenbogen überhaupt aussieht, habe ich hier so einen Klebespender mit einem Einhorn und da sieht man genau den Regenbogen. Ich habe natürlich auch wieder Klebstoff hier. Eine elementare Schleimzutat. Ja. Und ich werde durchsichtigen Klebstoff nehmen. Okay. Und von jedem Schleim jetzt eine okay. selber herstellen. Also fangen wir an mit Rot. Das wissen wir. Wie immer unsere Activator. Da haben wir Kontaktlinsenlösung und Alternator. Und sonst gebe ich da jetzt auch nichts Besonderes heute rein. Also erstmal rühren. Genau, dann. Kontaktlinsenlösung und ein bisschen Kaisernatron. Rühren. Und das sieht natürlich noch nicht nach Regenbogenschleim aus, sondern das ist erst unsere erste Farbe vom Regenbogen. Ah, und das Ganze löst sich schon ganz gut von den Seiten der Schüssel ab. Und wir haben hier die erste Schleimportion. Oh, die klebt noch ein bisschen. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr hiervon. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön rot aus. Das kommt hier hin. Und ich mache die nächste Schleimportion. Also wieder ein bisschen Klebstoff. Am besten das Ganze einmal sauber machen, damit man nicht die nächste Farbe da direkt mit reinmischt. Die Schüssel am besten auch sauber machen, aber ich mache jetzt einfach weiter nicht, sondern mache direkt weiter. Also Regenbogen rot, orange. Das ist die zweite Farbe hier im Regenbogen. Und auch hier, wie immer, ihr wisst, was man machen muss, damit Schleim entsteht. Habt ihr schon unsere ganzen Schleim-Challenges gesehen? Und ich habe wieder den Klassiker von Nina gemacht, den Deckel hier reingeworfen. So, das sieht doch wohl auch schon mal sehr gut aus. Oh ja. Aber es klebt dann so ein bisschen fest. Ich war übrigens eben im Supermarkt und wollte Kontaktlinsenlösung kaufen. Kochsalzlösung, die wir immer wieder brauchen für unseren Schleim. Da waren das echt die letzten beiden Flaschen, die wir in dem ganzen Laden hatten. Wahrscheinlich wollen alle jetzt dauernd Schleim machen in den Sommerferien und haben das alles weggekauft. So, und der nächste Schleim ist fertig. Orange, lege ich daneben. Und es geht weiter mit Gelb. Gelb habe ich einfach mal die Malerfarbe, die hatten wir von Ikea. Natürlich macht das Singen von Rühren Baby Rühren am meisten Spaß, wenn ich das mit Natalina und Karin zusammen mache. Rühren Baby Rühren. So, das gefällt mir überhaupt nicht, dass jetzt hier überall so orange Stücke mit drin sind. Also kleiner Tipp von mir, auf jeden Fall die Schüssel zwischendrin sauber machen oder eine ganz neue Schüssel nehmen und in jeder Schüssel dann ganz neu das mischen. Hier sind jetzt einfach überall so kleine orange Stücke mit drin. Aber immerhin haben wir jetzt schon 3 Farben vom Regenbogen. Jetzt mache ich hier aber auf jeden Fall das Ganze einmal richtig schön sauber. Und dann kann es gleich weitergehen mit Grün. Bei der grünen Farbe brauche ich überhaupt keinen Kleber, weil hier ist der Kleber mit drin. Also noch praktischer, dann bin ich aber vielleicht noch ein bisschen schneller. Obwohl, so viel Farbe ist hier nicht drin, ich nehme dann doch nochmal ein bisschen Klebstoff dazu. Kleben. Auch nicht schlecht. Kommt schon mal dahin und wir machen weiter mit Blau. Und nun komme ich schon zur allerletzten Farbe vom Regenbogen, Lila. Dann können wir gleich endlich unseren Regenbogenschleim zusammenmischen. Also dieser durchsichtige Kleber ist immer ganz praktisch, um das Ganze noch ein bisschen zu vermischen und ein bisschen größer werden zu lassen. Und wie viel Kanister wir aufgebraucht haben in letzter Zeit, ist auch ganz schön erstaunlich. So, die letzte Farbe ist jetzt fertig.
Und das war jetzt die komplizierteste Variante von allen, die ich euch zeigen werde. Ich habe jetzt von jeder Farbe einfach ein bisschen gemischt. Und damit sich nicht direkt alles vermischt, werde ich jetzt einfach über eine kleine Portion erstmal greifen. Ein bisschen lila, ein bisschen blau, ein bisschen grün, ein bisschen gelb, orange und rot. Alles zusammen. Und schon ist der Regenbogenschleim fertig. Da müsst ihr aber natürlich vorsichtig sein und nicht zu stark verkneten, weil dann wird es ganz schnell braun, glaube ich, wenn man alle Farben zusammen mischt. Den muss man eben ganz vorsichtig behandeln, aber auch so, wenn man dann alles zusammenknetet, ich finde, es sieht einfach richtig schön bunt aus. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur mit einer kleinen Portion begonnen. Mit dem hier kann ich natürlich dann auch nochmal so einen Regenbogen machen oder ich lasse den erstmal hier so als Regenbogen liegen. Dann als nächstes habe ich ja noch zwei andere Ideen, die sind deutlich einfacher. Dafür mische ich als erstes Clearslime, durchsichtigen Klebstoff. Und erstmal gar keine Farbe, sondern ich werde das Ganze direkt mit unserem Activator, unserer Kontaktlinsenlösung und Kaiserlatron zusammenmischen. Und ich rühre das Ganze zusammen und es entsteht ein cooler Clear Slime. So, Clear Slime. Und jetzt habe ich hier Glitzer. Glitzer, Glitzer! In den Farben des Regenbogens. Also ich habe diesmal statt Rot Pink. Und ich habe mich auch für komplett eigentlich für Neonfarben entschieden. Also die sind alle sehr strahlend leuchtend. Ich glaube, das sieht toll aussehen. Und hier werde ich jetzt einfach einen Streifen davon draufkleben. So, alles ein bisschen reinkneten. Und wenn ich den jetzt hochnehme, dann habe ich den nächsten Regenbogen. Das ist mein Glitzer-Regenbogenschleim. Auf jeden Fall einfacher, weil man einfach Glitzer überall drüber streunelt. Und wow, ich finde, das sieht richtig toll aus. Richtig schön leuchtend. Und ganz bunt, auch eine Methode, mit der man ganz schnell Regenbogenschleim selber machen kann. Aber auch hier seht ihr, je mehr man den knetet, desto schneller wird dann auch einfach ganz bunt durchmischt. Und sieht dann so aus. Und jetzt kommen wir noch zu einer dritten Methode. Das habe ich gesehen im Internet. Und wollte es einfach selber mal ausprobieren. Und zwar werde ich auch Clear Slime mischen und dann mit meinen Filzstiften anmalen. Ob das funktioniert, sehen wir jetzt gleich. Mal sehen. So, und wir haben einen wunderschönen Clear Slime. Gefällt mir so auch schon extrem gut, aber den werde ich jetzt bunt anmalen. Ich habe hier auch alle Farben des Regenbogens. Lila habe ich nur einmal, aber von den anderen habe ich mir auch gleich mehrere mitgenommen, weil wer weiß, wie gut die drauf malen. Fang einfach mal hier an. Oh doch, das funktioniert. Natürlich kann man auf dem Blatt Papier besser malen, aber der Schleim lässt sich auch gut anmalen. Mhm. Also genau wie eben mit dem Glitzerpulver mache ich das jetzt hier, dass ich jeden Streifen einzeln anmale. Man kann natürlich am besten ganz dicke Filzstifte nehmen. Feinliner eignen sich dafür nicht so gut. Aber hier mit den Filzstiften geht es auf jeden Fall auch. Auch nochmal einen kleinen Test. Ich habe hier ein Blatt Papier. Ja, der Stift malt danach auch noch. Jetzt kommt Gelb als nächstes. Sieht auf jeden Fall schon so richtig cool aus. Aber ich fange mal lieber hier hinten an und ziehe das Ganze einmal hoch. Und ich hoffe, ihr könnt den Regenbogen erkennen. Eine super einfache Methode, um Regenbogenschleim selber zu machen. Der ist natürlich ein bisschen blasser jetzt als die anderen. Jetzt können wir vielleicht nochmal alles im Vergleich sehen. Also wir haben als allererstes den hier. Da habe ich 6 verschiedene Schleimsorten gemischt und die dann alle zu einem Regenbogen zusammengefasst. Das gleiche habe ich auch nochmal hier. Hier habe ich es noch nicht vermischt, sondern hier liegen die Farben alle nochmal nebeneinander. Dann haben wir unseren Glitzerschleim. Glitzer, Glitzer! Da ist mittlerweile alles kunterbunt durcheinander. Und hier den Filzstift-Regenbogenschleim. Und da muss ich sagen,
sagen, der gefällt mir auch extrem gut. Also es ist so richtig schön mediert, man sieht so verschiedene bunte Farben. So, das waren meine drei Methoden, Regenbogenschleim selber zu machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt mal gerne beim kleinen i abstimmen. Was ist eure Lieblingsmethode, um Regenbogenschleim selber zu machen? Welche Variante hat euch am besten gefallen und habt ihr das vielleicht schon mal selbst ausprobiert? Gerne auch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen, gerne auf das kleine Glöckchen klicken, um kein Video von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ihr könnt natürlich auch uns bei Spiel mit Kinderspielzeug bei Instagram folgen oder mir bei Kati_Karacho.